neueste Masken tragen. Torheim erreicht. Wo kommen wir hin? Kommt, Freunde! Ich habe heute frisch gefangene Egel. Sehr unterhaltsam. Das schon wieder? Ihr habt eure Grenzen überschritten, Uberto. Wie könnt ihr von Grenzen sprechen? Ihr, der ihr euch selbst zu Lorenzo de' Medici, Prinz von Florenz, ernannt habt. Das habe ich nicht getan. Natürlich nicht. Immer ohne Schuld. Wie praktisch. Wenigstens sehen wir, wie weit eure Macht reicht. Offensichtlich gar nicht so weit. Eine wertvolle Lehre für mich und meine Verbündeten. Ja, eure Verbündeten, die Pazzi. Dreht es sich darum? Achtet auf eure Worte, Lorenzo. Ihr könntet die falsche Aufmerksamkeit erregen. Ein Heerführer? Er stolziert auf jeden Fall wie einer. Seid nicht schüchtern, tretet näher. Was für eine lächerliche Kutte. Pah, elende Fremdlinge. Pah. Lang hat mein Kleid zerrissen. Kommt. Guten Abend, Gonfaloniere. Den wünsche ich euch. Ich hoffe, dass ihr euch gut amüsiert. Allerdings eine schöne Ablenkung von der üblen Sache mit der Familie Auditore. Man bedenkt, dass ich... Gebt euch keine Schuld. Wie hättet ihr wissen sollen, was ihr plante? Streichen wir den Namen des Verräters aus den Büchern. Möge die Geschichte vergessen, dass es ihn gab. Ja, das soll... Wenn ihr mich bitte entschuldigen würdet. Bella, Bella, Bella! Du! Du hättest dasselbe getan. Um zu retten, was du liebst. Ja, hätte ich. Und habe ich. Die Auditore sind nicht tot! Ich bin da! Ich! Ezio! Ezio Auditore! Assassino!
Da ist eins der Symbole. Was bedeutet es? Es ist doch nicht ohne Grund da. Kannst du dir das genauer ansehen? Hey, probier's mal mit dem Adlerauge. Aber bei... Hey, das kann nicht sein. Unmöglich. Das ist Computercode. Ich kompiliere. Oh Mist, verschlüsselt. Lade es auf meinen Computer. Ich bin ein Meisterhacker. Ah, geht nicht. Das ist nur mit dem Animus kompatibel. Dann lade sie zu Desmond hoch. Ich kann es nicht glauben. Hallo, ich bin... Nenn mich Subjekt 16. Hör zu. Ich habe nicht viel Zeit. Ich muss dir etwas zeigen. Wir wurden die ganze Zeit belogen. Alles, was wir wissen... Alles, an das wir zu glauben erzogen wurden, alles falsch. Okay, ich habe die Beweise, die Datei, die alles hochgeladen, aber in 20 Teile zerlegt, alle mit einem Code geschützt. Ich muss aufpassen, Königin Isabel könnte... nein, nicht sie. Welches Jahrhundert ist es? Egal, ich habe den Code der ersten Datei in diesem Programm versteckt. Puh. Finde sie alle und auf dem Weg zu die Wahrheit finden. Was zur... Wie ist das in unseren Animus gelangt? Oh, der Memory-Kern. Wir transferierten die Daten von 16 von Abstergo zum Animus 2.0. Da muss er sich reingehackt haben, als Widdig ihn zwischen den Sitzungen alleine ließ. Halt, eine Sekunde. Die Zeichen an den Wänden bei Abstergo, die blutgeschriebenen, das waren Hinweise. Er wollte, dass wir sie im Animus suchen.